Kultur essen? Essen. Kulturen. Sie. Essen. Kultur essen. Essen. Kultur. Kulturen. Ist essen. Die Kultur. Essen. Kultur ist. Trotz der übermächtigen digitalen und elektronischen Konkurrenz gibt es immer noch den Zirkus. Das Sirene Operntheater hat diesen Begriff als Titel und Ort ihrer neuesten Produktion genommen. Im Jugendstiltheater am Steinhof kann man diese Oper zwischen Tieren und Menschen im September sehen und hören. Im Studio ist dazu heute Christine Thornquist, die den Text geschrieben hat und Regie führt. Ja, und bei der Kulturschiene am Freitag begrüßt euch Martin Oberlechner. Faszination Zirkus als Kind. Die meisten Leute sind eigentlich mit dem Zirkus verbunden, indem sie einmal im Zirkus gewesen sind oder zumindest im Fernsehen das Ganze gesehen hat. Wie hat das bei der Christine Thornquist angefangen? Erste Zirkuserinnerungen. Also ich mochte Zirkus überhaupt nicht, weil mir natürlich sofort vor allem die Tiere leid getan haben. Es war ein kleiner Zirkus irgendwann am Stetten und es war ein trauriger Elefant, der dreimal in den Kreis gehen musste, ein Affe, mit dem die Besucher fotografiert wurden, und ich fand das sehr trübselig, muss ich sagen. Also das ist sicher nicht der Grund, dass wir eine Oper namens Zirkus geschrieben haben. Was war dann der Grund? Ich finde interessant, dass der Zirkus traditionell ein Ort ist, wo Menschen und Tiere auf eine seltsame Art und Weise zusammenkommen. Das heißt, da wollen die Menschen so etwas können, was sonst nur Tiere können, zum Beispiel ganz toll klettern oder fliegen oder sich zusammenlegen wie eine Schlange und so weiter. Und umgekehrt müssen die armen Tiere immer etwas tun, was sonst nur Menschen machen, zum Beispiel angekleidet herumlaufen oder wie Elefanten müssen sich auf Sesseln setzen und so tun, als ob sie vom Teller essen. Also ich fand diese komische Berührung zwischen Menschen und Tieren, die eigentlich dem einen wie dem anderen nicht wirklich gut tut, fand ich sehr interessant, weil offenbar gibt es da eine komische Unschärfe, die der Mensch entdeckt hat und im Zirkus sozusagen auslebt. Wobei es ja sowieso jetzt so ist, dass es ja diese Gegenbewegung gibt im Zirkusmilieu, dass sich dieser Tierzirkus ja sowieso langsam ad absurdum führt und aufhört. Ja, das stimmt, und das ist auch wirklich gut so, weil, also wenn man ein bisschen was über Tierdressur weiß, dann kann man wirklich nur abraten davon. Also die harmloseste Form ist zum Beispiel, dass die Bären werden mit Futter dressiert. Also das finde ich, das geht ja noch, weil das hat ja gewisse Vorteile, kriegen sie wahrscheinlich besondere Leckerbissen. Aber zum Beispiel Elefanten werden nach wie vor wirklich gequält. Also da gibt es einen Elefantenstachel, der wirklich tief unter die Haut gebohrt wird. Also vom kleinen Elefanten an weg, also da gab es doch jetzt im Wiener Zoo auch diesen Skandal. Und das ist aber ganz normal, das wird alle Elefanten in Gefangenschaft werden so behandelt. Also insofern ja, ist es wunderbar, dass es mehr Artistik gibt und weniger Tiere. Jetzt haben wir natürlich schon viel über Zirkus gesprochen und weniger über das Operntheater. Zirkus, was soll man sagen, wann und wo das ist? Natürlich, das ist im Jugendstiltheater am Steinhof, sind die Aufführungen. Und zwar 6 Aufführungen, haben wir gesagt. Genau, 6 Aufführungen. Die Premiere war vorgestern. Heute ist die zweite Vorstellung. Dann gibt es noch weitere Vorstellungen am 9. September, also morgen, am 12., am 19. und am 21. Ja, und alle, die irgendwie sich das jetzt nicht merken wollten oder konnten, können das wahrscheinlich im Internet auch nachlesen. Ja, unter www.sirene.at. Ja, Sirene.at, da kommen wir später noch dazu, was Sirene oder was hinter der Sirene steckt. Ich denke mal, das wird jetzt nicht so eine einfach lineare Geschichte sein. Sie sind ja auch die Autorin dieser Geschichte, Sie haben das geschrieben. Es ist nicht irgendwie so eine ganz normale Zirkusvorstellung, sondern da passiert ja einiges. Können wir ganz kurz einmal die Geschichte wissen? Ja, also es ist, die Geschichte spielt eben zwischen den Tieren und den Menschen. Und es ist so, dass es gibt, man stellt sich vor einen kleinen, schäbigen Zirkus mit einem Zirkusdirektor, der irgendwie so der Herr von dem allen ist, und er hat 4 Tiere. Und diese 4 Tiere sind auch gleichzeitig seine 4 Artisten. Und da gibt es eben dann so Charakterüberschneidungen. Zum Beispiel ist der Elefant ist auch der Clown. Die bärtige Dame ist ein Affe. Die Hochseilartistin eine Tigerin. Und der Dompteur ist auch ein Bär. Und also die Figuren sind jeweils beides. Und wie sich das sozusagen verbindet, das gibt eigentlich ein bisschen eine Kriminalgeschichte, würde ich sagen.
Wieso haben Sie eigentlich diese Doppelfiguren entworfen? Was war der Grund dahinter? Das war eine plötzliche Idee, dass es eigentlich dadurch 8 Figuren gibt, obwohl es nur 4 sind, zum einen. Und zum anderen, weil ich so das Gefühl habe, dass es ein, und jetzt muss es wieder ein bisschen kompliziert werden, ein Menschenbild gibt in den letzten 50 Jahren, wo die Menschen nicht mehr allzu viel von sich halten und sich eigentlich sehr mit den Tieren gleichsetzen. Oder sie nicht mehr etwas anderes sein wollen als Tiere, kommt mir vor. Also höchstens vielleicht höhere Fähigkeiten haben, aber sozusagen keine evolutionäre wirkliche Entwicklung sind im Sinne von, dass man langfristiger denken kann oder sich besser beherrschen kann und so weiter als Tiere. Und für mich war das interessant, eben so das Tier und den Menschen nebeneinander zu setzen oder gleichzusetzen, weil das offenbar eine Zustandsbeschreibung vom momentanen Selbstbild des Menschen ist. Wenn Sie jetzt schon Kriminalfall angeschnitten haben, da gibt es ja auch oft dieses doppelte Gesicht, dieses Doppelleben. Gerade jetzt wird Österreich ein bisschen erschüttert von so einer Geschichte, die vor allem eine mediale Geschichte ist. Ich denke jetzt, dieser ganze Fall Kampusch, das ist ja auch so fast so eine Art Doppelleben, wo einer auf der einen Seite Bieder ist und auf der anderen Seite sein Brandstifter ist. Ja. Haben Sie auch an sowas gedacht? Naja, es ist, also ich finde, dass, also wenn man sagen möchte, was der Unterschied jetzt zwischen Tier und Mensch ist, dann würde ich sagen, das Tier hat so seinen Wunsch und den setzt es durch, auf Teufel komm raus, so wie der Herr Proklopil oder wie immer. Prikopil, klar. Ja, Prikopil. Einfach, der will eine Frau bei sich haben, die ihm gehört, und dann nimmt er sie sich einfach. Ja. Und genau so verhalten sich die Artisten in unserem Zirkus auch. Also jeder, also keiner ist zufrieden mit dem, was er hat, oder weiß, dass er sich arrangieren muss mit dem, was er hat, und sozusagen das Beste daraus machen, sondern jeder will was anderes und will es sofort und will es sich einfach nehmen. Und ich finde, dass eigentlich so, wie momentan die Gesellschaft strukturiert ist, denkt doch jeder so. Er möchte einfach das Beste draus machen, auf Teufel komm raus, egal wie es rundherum dann abgeht. Und insofern verwickeln sich meine 4 Figuren da furchtbar in Intrigen und bestehlen und betrügen sich gegenseitig, bis eigentlich jeder gegen jeden steht. Das ist eigentlich die Entwicklung der Geschichte. Am Schluss gibt es den großen Krach zwischen allen. Und da greift dann der Zirkusdirektor ein und steckt sie wieder in die Käfige. Jetzt klingt das Ganze natürlich so ein bisschen nach Klischee auch. Natürlich, Oper und Klischee. Klischee auch ganz dick gestanden als Überschrift. Die bärtige Dame, der Dompteur, das sind ja natürlich alle so Archetypen. Ja, genau. Ja. Für was stehen die eigentlich? Also die bärtige Dame, muss ich zugeben, ist meine Lieblingsfigur, weil das ist auch irgendwie so traditionell irgendwie so ein Bindeglied zwischen Mensch und Tier. Also es gab zum Beispiel eine berühmte bärtige Dame, Julia Pastrana hat die geheißen, im 18. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert, Entschuldigung. Und die war eine tolle Sängerin und konnte wunderbar Gitarre spielen, aber sie wurde immer reduziert natürlich auf ihr haariges Dasein, auf ihren behaarten Körper. Das ist eine bestimmte Krankheit, die inzwischen gut dokumentiert ist, aber damals war das eben der Mensch, der nicht ganz Mensch ist, sondern so halb Tier, und das ist eine furchtbar traurige Figur eigentlich. So wie der Affe ja auch, also die bärtige Dame in unserer Geschichte ist auch gleichzeitig der Affe. Und der Affe ist ja auch so ein traditionelles Bindeglied zwischen Mensch und Tier. Und darum traut mir dem Affen auch irgendwie so eine höhere Transparenz zu. Gibt es ja ganz schöne Geschichten von Kafka zum Beispiel, oder Affe eigentlich mehr ist als der Mensch, weil er weniger von sich halten muss. Jetzt ist das natürlich nicht ein Theater, sondern ein Operntheater, da kommt die Musik dann auch noch dazu. Ich habe da gelesen, es gibt eine Zirkuskapelle unter Anführungszeichen, die spielen da Klassiker der Zirkusmusik, zum Beispiel Stravinsky, die Zirkuspolka, oder Julius Fučík, Einzug der Gladiatoren. Das klingt jetzt sehr konventionell, sage ich jetzt einmal, das müsste man nicht eigens komponieren. Also so darf man das überhaupt sich nicht vorstellen. Also bestenfalls sind Zitate da, aber es ist ganz und gar eine Musik von Juri Everhartz. Also es ist vollkommen durchkomponiert, und da tauchen manchmal so Schatten von bekannten Sachen auf. Es gibt auch zum Beispiel
ein sozialistisches Lied, Vorwärts, kommt auch, wird auch zitiert. Und natürlich der Einzug der Gladiatoren von Fučík kommt einmal kurz vor, aber das sind ein paar Takte, wo man das glaubt zu erkennen, aber auch nicht ganz sicher ist, ist es das oder ist es das nicht. Also es ist eine wirklich eine neue Oper durchkomponiert. Mhm. Und die Kapelle ist tatsächlich ungefähr eine Zirkuskapelle, das heißt sehr bläserlastig. Also wir haben auch eine Tuba dabei, zwei Trompeten, zwei Posaunen, sehr viel Schlagzeug und wenig Streicher. Also es ist, macht ganz schön Krach auch manchmal. Ja, wir haben jetzt von Musik gesprochen, wir werden jetzt auch Musik hören. Natürlich jetzt keine Zirkusmusik als Kontrapunkt zu unserem Gespräch. Eine schöne Stimme. 2 Minuten und 41. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. Now he's gone, I don't know why. And till this day, sometimes I cry. He didn't even say goodbye, he didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Ihr hört die Kulturschiene am Freitag. Mikrofon ist Martin Oberlechner. Mein Gast heute ist die Christine Thonquist, die den Text geschrieben hat zu dem Stück Zirkus, das aufgeführt wird im Theater am Steinhof, zum Beispiel heute um 20.30 Uhr, glaube ich. 20 Uhr. Um 20 Uhr, genau. Wie kommt man zum Theater am Steinhof mit den Öffentlichen vielleicht? Mit dem 48a fährt man bis zur vorletzten Station, die heißt Otto-Wagner-Spital. Und mit dem PKW einfach zum Otto-Wagner-Spital? Ja, genau. Baumgartnerhöhe 1 ist es. Ja, sehr schöne Aussicht auch da oben. Ja, wunderschön. Sehr schöner Ort, wenn man nicht unbedingt da sein muss als Patient. Ja. Weil das gibt es ja immer noch, das Spital. Soll ja auch abgesiedelt werden, habe ich jetzt irgendwann einmal gehört. Ja, es ist schon dabei, glaube ich. Ja. Schon dabei? Ja. Sollen Wohnungen gebaut werden? Hoffentlich nicht. Ja, privatisiert, wie auch immer. Vielleicht kann auch ein Wechsel in der Regierung da auch etwas bewirken. Wer weiß, dass sich in diesen Kleinigkeiten, in diesen großen Kleinigkeiten auch etwas ändert durch so etwas wie eine Wahl. Ja, wir haben schon ein bisschen gesprochen jetzt über die Geschichte, ganz kurz die Musik angerissen auch. Zu Zirkus. Was mir beim Lesen der Biografie aufgefallen ist,
Es hat ziemlich viele unterschiedliche Stationen gegeben. Eine sehr uneinheitliche Biografie. Ich lese da nur vor, zum Beispiel Chemiestudium, Goldschmiedelehre, Studium der Metallbildhauerei. Das klingt jetzt alles so nicht nach Oper und Operntheater. Erstens einmal, sind Sie ein sehr unruhiger Mensch? Nein, nicht unruhig, aber neugierig. Neugierig? Ja. Sie machen die Sachen, die Sie anfangen, auch alle fertig? Naja, fertig. Da müsste man ein Leben lang bei etwas bleiben. Das habe ich noch nicht gefunden, wo ich ein Leben lang bleiben möchte. Also ich finde eigentlich auch, dass also die Kunst ist einfach mein Thema. Und also abgesehen von der Chemie, das war ein kleiner Ausflug. Aber sonst finde ich, ist es heutzutage so, dass es keine Grenzen mehr geben sollte zwischen den Künsten. Also es, wenn man das Prinzip begriffen hat, dann kann man eigentlich alles machen, glaube ich. Also ich habe so das Gefühl, es stehen einem die Türen offen und man muss sich natürlich einlernen in neue Regeln und sich eindenken in andere Notwendigkeiten, aber grundsätzlich gelten da überall die gleichen ästhetischen Regeln, glaube ich. Sie haben gesagt, Sie suchen etwas in Ihrem künstlerischen Schaffen. Was suchen Sie? Der ideale Kommunikation zum Beispiel. Wie kann man etwas sagen? Mit welchem Medium kann man etwas am besten sagen? Oder was kann man sagen überhaupt? Also sicher ist die Sprache eines der interessantesten Kommunikationsmittel, aber nicht das einzige natürlich. Also mit einer Skulptur sagt man ganz anders und sehr viel schneller zum Beispiel etwas. Oder eben Sachen, die man mit der Sprache wieder unglaublich kompliziert sagen müsste. Also insofern hängt es auch oft davon ab, was man zu sagen hat, und je nachdem wählt man dann das Medium, was für einen modernen Bildenkünstler zum Beispiel fast selbstverständlich ist. Nur die Oper ist da halt eher, sagen wir mal, träger in ihrer Modernität. Oder da gibt es halt eine gewisse Langsamkeit in der Entwicklung, wahrscheinlich auch, weil es ein sehr teures und aufwendiges Medium ist. Sie sind aber nicht nur so irgendwie die Künstlerin, die im stillen Kämmerchen sitzt und vor sich hinschreibt oder Skulpturen macht, sondern Sie greifen ja auch Dinge sehr konsequent an. Sie haben einige Gruppen gegründet, Organisationen, Künstlervereinigungen gegründet, unter anderem auch eben das Sirene Operntheater. Ich glaube, 2000 war das. Ja, 2000, ja. Wir haben also 1998 haben wir das erste Projekt gemacht. Und das hat dann eigentlich zur Gründung vom Sirene Operntheater geführt, weil da habe ich den Juri Eberhardz, den Komponisten, kennengelernt. Und seitdem arbeiten wir eigentlich zusammen. Sind auch verheiratet. Wie viele Produktionen bis dato? 7, glaube ich. 7 Produktionen schon? Jedes Jahr eine? So ungefähr, ja. Aha. Und wie ist der Weg da gegangen, die Entwicklung von dem Operntheater? Na, eigentlich muss ich ein bisschen weiter ausholen, weil ich habe noch bildhauerisch gearbeitet und habe mich in der Werkstatt verletzt und habe dann spontan zu Silvester beschlossen, nicht mehr in die Werkstatt zu gehen und meinen Beruf zu wechseln und zu schreiben. Und da war mir gleich klar, das muss aber sofort raus. Und so Theater. Und durch die Bekanntschaft mit einem Komponisten musste es dann Oper werden. Aber ich muss zugeben, dass ich vorher mit Oper nichts zu tun hatte. Also es ist wirklich passiert eigentlich. Jetzt ist es natürlich besonders pikant, wenn man mit seinem Partner, mit seiner Partnerin zusammen solche Projekte macht. Ich stelle mir da vor, wenn eine Texterin mit einem Komponisten zusammentrifft, da gibt es da beiderseitig schon einiges an Leiden, das man sich da aufbürdet. Allerdings. Wir streiten teuflisch miteinander. Wie schaut das aus? Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Also zuerst schreibe ich mal im stillen Kämmerlein einen Text, manchmal ein bisschen auf Bestellung, manchmal ganz frei. Und dann kommt der Juri dazu und dann gibt es nur noch Streit, weil ich beobachte natürlich, was er geschrieben hat und schaue mir alles an und dann sehe ich, das dauert zu lang und da hat er was ausgelassen und er muss wirklich viel leiden mit mir. Und dann ist es aber wieder so, dass ich dann auch wieder leiden muss, wenn ich es inszeniere, weil dann muss ich sozusagen seine Interpretation annehmen, auch wenn sie in meinem ursprünglichen Vorstellungen ganz zuwiderläuft oder es erweitert hat. Ja. Und das finde ich aber auch das Interessante an der Oper, dass da so viele Kräfte zusammenkommen, dass man nicht mehr auf die Idee kommen kann, solistisch etwas durchsetzen zu können. Und das tut zwar weh, aber ich finde, die Sachen waren einfach wahnsinnig interessant. Je mehr
Input kommt von verschiedenen Seiten. Ja? Also auch zum Beispiel der Bühnenbildner und die Kostümbildnerin. Jeder einzelne Sänger bringt unglaublich viel ein. Und ich denke mir oft jedes Mal, wenn man dann etwas fertig hat, wie das Bild war ganz am Anfang und wie das fertige Produkt dann überhaupt nichts mehr zu tun hat eigentlich mit der Erstvorstellung. Und das finde ich eigentlich immer sehr spannend. Was war die Erstvorstellung bei Zirkus? Viel düsterer, als es letztlich geworden ist, weil es ist eigentlich lustig geworden oder so plakativ lustig auch zum Teil. Und ich dachte es zuerst sehr schwarzer Humor, also schwärzer als Humor eigentlich. Mhm. Also es hat sich beim Arbeiten verfröhlicht. Mhm. Heißt das jetzt, dass auch die Grenze, von wo man sich das her anschauen kann, ich meine jetzt Kinder auch nach unten verschoben hat? Es ist vollkommen kindertauglich. Ja. Ja. Also es kommt nichts vor, was ein Kind nicht sehen könnte. Ja, auch von der Musik her? Naja, das ist wieder eine andere Sache, weil meine Tochter zum Beispiel mag, was wir machen, aber wenn ein Kind nie mit moderner Musik konfrontiert war, ist das zumindest einmal ein Anfangsprozess, wo es vielleicht nicht so leicht ist. Ja? Mhm. Also es waren einige kleine Kinder in der Generalprobe, denen hat es zum Beispiel sehr gut gefallen. Aber also ich denke, dass die meisten Jugendlichen oder Kinder einfach wenig mit E-Musik konfrontiert sind und daher auch ein bisschen Gewöhnungsschwierigkeiten haben könnten. Aber unser Zirkus ist eigentlich tonal, tonale Musik, witzig, sehr rhythmisch. Also ich glaube, auch für Kinder zu hören. Wie hat der Ort da mitgespielt, das Jugendstiltheater am Steinhof? Das Jugendstiltheater ist ja unser Lieblingshaus, wo wir sehr viel gemacht haben. Und wir hatten irrsinnig schöne Bedingungen, weil wir haben dort geprobt, in der Originalbühne sozusagen. Und das ist ein wunderschönes Haus, das mit seinem leicht verfallenen Charme natürlich immer mitwirkt. Mhm. Auch von der Akustik her zum Beispiel. Es hat seine Größen und seine Tücken. Und wenn man die langsam kennenlernt, dann kann man auch ganz gut damit umgehen, finde ich. Mhm. Und da kann man sich jetzt vorstellen, dass eine Manege hineingebaut ist. Ja, wir haben eine rot-weiße Manege. In Zeiten vom Wahlkampf vielleicht irgendwie auch ein Hinweis. Ja, das ist ein nicht ganz beabsichtigte Korrelation, muss ich sagen. Mhm. Sondern rot-weiß sind halt so die klassischsten Zirkuszeltfarben. Und wir wollten, ganz ursprünglich wollten wir den Zirkus wirklich in einem Zirkuszelt machen. Nur war es uns nicht möglich, einen Platz anzumieten, wo wir ein Zirkuszelt aufstellen dürfen in Wien, weil es gibt keine große Bereitschaft vom Gartenamt Wien, eine Wiese herzuborgen, leider. Mhm. Wie ist es, die eigene Geschichte auch selber umzusetzen? Einfach jetzt oder wäre es vielleicht nicht ganz angenehm, wenn man sagt, okay, jetzt liefere ich das ab und der Regisseur oder die Regisseurin soll machen, was sie will daraus? Es hätte vielleicht auch Vorteile. Also wie gesagt, ich finde, je mehr Leute in einer Reihe hintereinander an ein Projekt kommen, umso differenzierter wird es. Andererseits, glaube ich, könnte ich es nicht aushalten, zuzuschauen und nicht sofort irgendwie einzugreifen, weil ich eben auch Regisseurin bin. Ganz normal. Am Schluss sollten wir noch einmal die Daten wiederholen, wann die Vorstellungen sind. Ja, heute um 20 Uhr, morgen um 20 Uhr, dann am Dienstag den 12., am Dienstag den 19. und am 21. September. Also jetzt noch fünfmal. Wenn man schnell ist, kann man sich heute noch einmal auf die Baumgartner Höhe begeben und sich das anschauen. Ich glaube, Karten gibt es noch. Es gibt noch Karten, ja. Ja, wie sind die Preise? 12 Euro und 18 Euro. Ja. Und im Internet gibt es noch eine Vertretung. Man sieht unter welcher Adresse das Ganze. www.sirene.at. Das war es auch schon wieder für heute. Danke fürs Kommen.